Bis jetzt sind wir per Video zum Differenzverstärker gekommen. Der Differenzverstärker war ein Verstärker, der in der Lage war, Spannungen zu verstärken, die nicht gegen Masse abgegriffen werden, sondern zwischen zwei beliebigen Punkten in der Schaltung. Der hatte zwei Eingänge. Einer war mit Plus und einer war mit Minus gekennzeichnet und einen bestimmten Verstärkungsfaktor. Das Schaltbild sah entsprechend so aus. Ferner sind wir auch im Bilde, dass es hier bestimmte Betriebsspannungen gibt, die haben wir UB Plus und UB Minus genannt, über die der Verstärker im Idealfall einfach nicht verstärken kann. Wie gesagt, das hier sind die Eingänge und der Differenzverstärker funktionierte so, dass ich hier eine Differenzspannung anlege, ich nenne sie mal UD und ich am Ausgang dann allerdings gegen Masse eine Ausgangsspannung UA erhalte. Und die zugehörige Formel oder der Zusammenhang war dann eben UA ist gleich Differenzspannung UD mal V. Soweit, so gut. Jetzt kann man Differenzverstärker eigentlich fast nicht fertig kaufen. Man kauft stattdessen was anderes, und zwar die sogenannten Operationsverstärker. Und diese Operationsverstärker sind einfach nur eine besondere Form des Differenzverstärkers. Und zwar zeichnen die sich dadurch aus, dass V gegen unendlich geht oder sehr, sehr groß wird. Wenn man einen realen Operationsverstärker kauft, dann ist das ein Differenzverstärker, bei dem die Verstärkung ungefähr im Bereich von 100.000 bis 1 Million liegt. Das heißt automatisch, dass eine minimale kleine Differenzspannung zu einer relativ großen Ausgangsspannung führt. Kann man ein Beispiel machen, nur mal um ein Gefühl für die Zahlen zu kriegen. Sagen wir mal, das Ding würde 1 Million verstärken und wir würden hingehen und sagen, UD, oder wir machen mal eine Wertetabelle einfach, wir gehen hin und sagen mal, UD ist, was weiß ich, 1 Mikrovolt. Und ein Mikrovolt können wir schon mit einem Multimeter gar nicht mehr messen, weil das viel, 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 viel zu klein ist. Dann würden wir hier eine Ausgangsspannung rauskriegen von 1 Mikrovolt mal 1 Million. Das ist 1 Volt. Nachrechnen könnt ihr das selber. Mikro war 10 hoch minus 6 oder 1 Millionstel. Wenn ich hingehe und sage, ich lege 10 Mikrovolt als Differenzspannung an, dann habe ich schon 10 Volt am Ausgang. Und wenn ich jetzt mal eine Spannung nehmen möchte am Eingang, die ich überhaupt mal irgendwie grob messen kann, und ich würde mal sagen, Millivolt, was mit dem Multimeter eigentlich noch gerade so geht, dann hätte ich jetzt schon 1000 Volt am Ausgang. Womit sich hier auch sofort die Frage stellt, kann das sein? Das kann insofern nicht sein, als dass diese 1000 Volt mit ziemlicher Sicherheit größer sein werden als die Betriebsspannungen. Das heißt, ich baue hier etwas sehr, sehr Seltsames. Ich baue hier einen Verstärker, der, ja, eigentlich immer übersteuert ist. Denn dass ich es hinkriege, sauber da 10 Mikrovolt oder 1 Mikrovolt anzulegen, kriege ich eigentlich gar nicht hin. Das fängt eher so im Millivolt-Bereich an, dass ich da überhaupt saubere Spannungen erzeugen kann, und damit ist er eigentlich schon übersteuert. Wenn man sich das Ganze mal als Kennlinie anguckt, sieht die Kennlinie im Grunde genommen genauso aus wie bisher auch. Ich habe eine Differenzspannung. Ich habe eine Ausgangsspannung. Irgendwo habe ich die positive Betriebsspannung, darüber geht es nicht. Irgendwo habe ich die negative Betriebsspannung, darunter geht es nicht. Wenn ich 0 anlege, exakt, habe ich 0 am Ausgang. Das heißt irgendwie, naja, ich sage jetzt einfach mal, das Ganze sieht so aus. Eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was wir bisher hatten. Der fundamentale Unterschied ist jetzt der, dass diese Differenzspannung hier ungefähr im Mikrovolt-Bereich liegt. Ich sage jetzt mal 1 bis irgendwas Mikrovolt. Also ganz, ganz kleine Spannungen und hier auch ganz, ganz kleine Spannungen. Also mit 1 Mikrovolt ist jetzt nicht gemeint, das muss der Wert 1 Mikrovolt sein, sondern das liegt so im Mikrovolt-Bereich. Also sehr, 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 sehr klein. Und das ist so lange der Fall, wie eben dieser Verstärker normal verstärkt. Also solange wir uns auf diesem Teil der Kennlinie bewegen, ist die Differenzspannung sehr, sehr klein.
Also im Umkehrschluss heißt das, wenn ich nicht in diesem Bereich liege, so wie hier unten, ich hier schon ganz, ganz weit im Bereich der Übersteuerung bin und das Ding eigentlich, wie gesagt, pausenlos übersteuert ist. Weil die Verstärkung von so einem Operationsverstärker so gigantisch groß ist, kriegt das Ding dann auch ein spezielles Schaltsymbol. Hier oben kommt dann nämlich kein V rein, also das Verstärkersymbol hier. Jetzt kommt hier aber kein V hin, sondern man schreibt hier einfach eiskalt unendlich hin, so nach dem Motto, die Verstärkung von dem Ding ist unendlich groß. Das ist sie natürlich in der Realität nicht, aber in guter Näherung. Also sie ist halt gigantisch groß.